bedeutet für mich eigentlich so ein bisschen so ein Homecoming, ja, weil ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich habe viel mit Deutschland zu tun und es ist einfach jetzt eine tolle Sache. Die Inspiration kam eigentlich von zwei Freunden. Die kamen beide auf mich zu und haben gesagt, du musst über Stonewall einen Film zu drehen. Und ich habe gesagt, ja, das ist ein wichtiges Thema. Das war eine sehr kämpferische Zeit und 1971 bin ich nach New York gegangen und habe dort eben bei der Schwulenbewegung in Amerika gedreht. Das ist schön, dass diese Stonewall-Reihe jetzt als Symbol für den Kampf immer wieder neu an das erinnert. Ich glaube, das ist ein Herzensprojekt von ihm. Das ist auch ein eher ein kleiner Film und hauptsächlich bekannt durch die großen Blockbuster. Deswegen bin ich gespannt, wie er mir gefällt. Christopher Street hat man schon mal gehört und der Parade, die kennt man irgendwie. Aber ich wusste gar nicht, was da der Hintergrund ist. Und deswegen finde ich das gut, wenn er das in einem Film aufarbeitet. Danke, Herr Emmerich. Wir haben die genau richtigen Schauspieler gefunden für den Film. Und viele dieser Schauspieler haben zum ersten Mal vor der Kamera gestanden. Ich glaube, sie können gute Unterhaltung bekommen, weil ich bin immer noch ein Unterhaltungsregisseur und wenn man irgendwie selbst ein wichtiges historisches Thema sich vornimmt, muss man immer noch an eine Unterhaltung denken. Okay, das ist der Razzia. Alle an die Wand! Das ist das, wogegen wir uns wehren. Was stellt ihr da rum? Hilfe, verdammt! Aber unser Kampf muss friedlich sein und dem Radikalismus widerstehen, der sich, wie ich sehe, breit macht. Das ist nicht der richtige Weg, Danny. Es ist der einzige Weg! Er ist nicht nur der Produzent, sondern vor allen Dingen auch der Regisseur dieses wunderschönen Films Stonewall. Meine Damen und Herren, einen riesengroßen Applaus bitte für Roland Emmerich! Der Film hat mir unglaublich Spaß gemacht zu drehen. Das finde ich immer das Wichtigste. Ich glaube, alle Leute, die an dem Film gearbeitet haben, für die war das eine ganz besondere Arbeit. Und wir sind alle unglaublich stolz auf den Film. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, Roland Emmerich. Herzlichen Dank. Dieser Film ist der Kracher, der ist der Hammer. Ich kann den jedem empfehlen, dass Roland Emmerich das gemacht hat und so wie er es gemacht hat. Das wird was verändern. Er hat ein weltumspannendes Publikum. Die werden sich diesen Film angucken und hoffentlich so begeistert sein wie ich. Ich finde, es ist so, so toll umgesetzt und man hat richtig mitgelitten und mitgefiebert. Und ich habe mich echt gut mit den Figuren auch identifizieren können. Man kann einfach gar nicht glauben, dass es mal so war. Einfach. Und das schon alleine ist schon toll, dass es den Film gibt. Allein diese Fakten am Anfang hat mich schon sehr bewegt und beeindruckt.